Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Big Frank Gaming und einer weiteren Folge Biomutant. Wir befinden uns beim östlichen Weltenfresser, dem Pummelschnauber. Da oben sehen wir ihn schon. Ja, der Kerl krakeelt hier immer noch rum, unser Sprecher. Aber wir stellen uns jetzt dem zweiten Weltenfresser hier. Das ist der Pummelschnauber. Ja, der Pummelschnauber. Nachdem er das Bein von Steinwald gemampft hat, ist er wohl auf den Geschmack gekommen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall näher ran. Ob wir alle drei Köpfe einzeln besiegen müssen? Hat der Pummelschnauber ist gerade eh unbesiegbar, okay. Schwing den Bumball und schleudere ihn unter den Schnauber. Etwas Lebensenergie nachlegen. Okay, das verstehe ich noch nicht so ganz, wie es funktionieren soll, aber wir werden es wohl irgendwie hinbekommen müssen. Ah, jetzt haben wir den Pummelschnauber auf jeden Fall geärgert. Der ist strategisch auf jeden Fall nicht ganz so einfach zu besiegen wie der erste. Ja, der scheint schon etwas aufwendiger zu sein, was den Angriff angeht. Der nimmt auch deutlich weniger Schaden wie der erste Gegner. Ja, müssen wir hier die Minen einsammeln? Und dem unter den Bauch werfen, damit wir drauf schießen können. Ja, wir müssen aber leider mit der Waffe ziemlich nah ran. Da sollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir nicht doch eine andere nehmen könnten von den Waffen. Was haben wir denn hier noch? Elektrisch. Hat er jetzt aber nicht wirklich genommen, ne? Oder ist das die Waffe, die ich habe? Ah, okay. Er hat verletzbare Punkte an den Beinen, sehe ich gerade. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, da. Absteigen und langsam machen.
Okay, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Besser als schwimmen. Etwas unübersichtlich das Ganze. Das nahe Rankommen ist das Problem. Nehmen wir mal ein paar Power-Up-Module hier. So, auf dem Kopf haben wir uns schon mal wieder erwischt. Und die Lebensenergie muss ich nachladen. Die fehlt nämlich gerade ganz gewaltig. Jetzt fängt ihr wieder mit dem Mist an hier. Entfessle die Quaker. Ist das nicht süß? Ein Übergroßer, der mit Quakern spielt. Diese Größe an Tieren hat sich nie durchgesetzt. Also warum sollte sie es jetzt tun? Die Dinosaurier haben sich ja auch nicht durchgesetzt. Ja, also toll ist die Ablenkung aber auch nicht. Mit diesen Quarkentchen. Na toll. Fängt er mit dem Mist wieder an. Spürst du das? Es weht ein frischer Wind. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Das heißt...
Das ist doch gar kein Wasser, oder? Nö, nee, ist es auch nicht. Boah. Boah. Das ist aber gar nicht lustig hier gerade. Schon wieder Lebensenergie nachtanken. Okay, weiter Lebensenergie nachtanken, nicht aufgeben. Ich komme nicht mehr raus hier. Ist irgendwie verbuggt gerade. Und wieder Lebensenergie. Oh, ich hoffe, das gibt noch was, ey. Wird auf jeden Fall so oder so echt eng werden. Ja, die Nahkampfangriffe bringen nicht allzu viel. Oh, doch, die bringen schon was. Nutzlos sind die nicht. Wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Lebensenergie nochmal nachtanken, zur Vorsicht. Das war's, ja. Zweiter Endgegner besiegt. Oder zweiten Weltenfresser besiegt. Ja. Und es hat auch nur knapp eine Viertelstunde gedauert. Hey, hey. Nicht schlecht. Ja. So, ein lecker Energy-Drink. Jetzt können wir uns auf jeden Fall vorbereiten auf das, was als nächstes kommt. Können wir uns nämlich dem dritten Weltenfresser stellen. Weil ich immer noch nicht weiß, was das ist, was diese Wurzeln da verdauen. Mehr oder minder. Es ist schon seltsam. Dass du einen weiteren Weltenfresser erledigt hast. Die Hälfte ist bereits geschafft. Angeblich hat Steinalt Lupalupin gesichtet und er glaubt, dass deine Zeit gekommen ist. Er hofft, dass du bereit dafür bist. Obwohl du ein gutes Herz hast, solltest du nicht die Gelegenheit verpassen, dich dem Räuber zu stellen. Begib dich zurück zum Fuß des Baumes. Hoffentlich bleibt Lupalupin an Ort und Stelle, bis du dort eintriffst. Nun, zum einen hat unser Freund da gerade ein Loch im Kopf gehabt. Ja. Hat gehört, du hast den besten Gleiter von allen gefunden. Eine Arche. Und einsatzbereit ist sie auch. Schätzt, so muss es wohl sein. Das wird ein wilder Ritt. Ja, du Bubuil. Schon komisch, dass du eine Arche gefunden hast, obwohl du nirgendwo hin musst. Die Welt wird weiter existieren. Ja, du Bubuil. So oder so ist er stolz auf dich, weil du vor der Flucht anderen helfen willst. Marco. Fragt sich, ob in deinem schicken Archengleiter noch Plätze frei sind. Hier bietet sich die Gelegenheit, deinem Nächsten zu helfen.
In der Arche ist ein Platz frei, falls du ihn aus Dankbarkeit anbieten willst. Warum? Natürlich möchte ich das. Du brauchst nur dich selbst. Und mich natürlich, aber ich bin ein Teil von dir, also zählt das nicht. Soll es schnell gehen, geh alleine. Willst du weiterkommen, geh gemeinsam. Der Einzige, von dem wir hier bloß schnell weg wollen, ist die Dunkelheit. Aber du weißt, dass du nicht ohne mich weitermachen kannst. Selbst wenn ich schlechte Gesellschaft bin, ich vervollständige dich. Endlich. Ein bisschen Dunkelheit muss man immer haben. Lieber alleine sein als in schlechter Gesellschaft. Doch zuallererst sollte man sich selbst gute Gesellschaft sein. Owly ist aufgeregt, einen Platz in deiner Arche zu bekommen. Kann es kaum abwarten, über den Himmel zu gleiten. Abwarten, ob wir überhaupt fliegen müssen. Glebo weiß, dass er sich wiederholt, aber er redet einfach gern mit dir. Gut, ich bin da mal weg. Nun, Glebo werden wir natürlich einladen, ganz klar. Der muss mitkommen. Der gehört einfach dazu. Falls wir denn wirklich fliehen müssten. Was mich jetzt ein bisschen traurig stimmt, ist die Tatsache, dass wir uns jetzt diesem Lupalupien stellen sollen. Zwischendurch hieß es doch, wir können ihm auch einfach vergeben und dann ist gut. Ja, das sind Sachen, die werde ich nie verstehen. Absolut nicht. Zum Glück bist du nicht klaustrophobisch. Was hat er zu sagen? Sagt, die Zeit ist gekommen, um mit deiner Vergangenheit abzuschließen. Ja, lauer Wattenauer. Lupalupin hält sich immer noch in dem Lager auf, in dem er aufgewachsen ist. Er hofft, dass du dort deine Antworten finden wirst. Ja, lauer Wattenauer. Das Dunkel ist zwar Teil deines Wesens, doch du solltest einen kühlen Kopf bewahren, da sich der beste Kämpfer nie vom Zorn hinreißen lässt. Ja, lauer Wattenauer. Wohl wahr. Er wird dir den richtigen Weg weisen. Doch der Rest liegt an dir. Diesen Teil der Reise musst du alleine zurücklegen. So wie alle anderen auch. Immer schon da, direkt vor deinen Augen am Fuß des Baums. Ist klar. Steinalt hofft, dass du dort deine Antworten und deinen zukünftigen Weg finden wirst. So wird es wohl sein. Er weiß, dass er sich wiederholt. Doch die Zeit ist gekommen, der Schreckensherrschaft von Lupin ein Ende zu setzen. Dann werden wir das wohl auch tun müssen. Du solltest dich dorthin begeben und dem Schicksal ins Auge blicken. Du wirst Lupin gegenübertreten, in einem Kampf ohne Regeln. Er hilft immer gerne. Heißt dich jederzeit willkommen. Die Frage ist, ob wir das jetzt sofort machen sollten oder ob wir da nicht lieber noch ein bisschen Lebensenergie und sowas sammeln sollten. Ich meine, das da unten führt uns nirgendwo hin. Sei vorsichtig hier unten. Du kannst hier ganz leicht feststecken. Geht doch nicht so ein Unfug. Was ich auch ein bisschen creepy finde, sind diese komischen Kreaturen hier, die da drin hängen. Hier ist frei. Alle anderen, naja, hier ist auch frei. Alle anderen Plätze sind belegt oder was? Mit diesen seltsamen Kreaturen, was auch immer das sein soll. Die sehen so ein bisschen aus wie Hunde oder Wolfswelpen. Schon strange. So, wo war der Aufgang? Wo kommen wir zurück? Ich glaube, hier hinter war das, ne? Ja. Und hier oben irgendwo hin?
Nö, hier komme ich nirgendwo, wenn ich hier langlaufe. Okay, war ein Versuch wert. Naja, wir werden wohl relativ weit um den Baum drumherum rennen müssen, wenn wir Lupa Lupin finden wollen. Frage ist, ob ich in die richtige Richtung unterwegs bin. Der Pfeil zeigt eigentlich genau in die andere, ne? Naja, aber trotzdem, das muss ja hier um den Baum drumherum gehen. Vielleicht finden wir so auch noch die eine oder andere interessante Stelle. So viele Orte, die heute nach dir rufen. Ja, momentan ist echt noch viel zu tun in dem Spiel. Sehr, sehr viel. Wir können uns also nicht beschweren, dass hier nichts zu tun wäre. Also die 12 bis 20 Stunden Spielzeit, von denen ich bisher gehört habe, wage ich tatsächlich stark anzuzweifeln. Also ich glaube nicht, dass man das Spiel so schnell durch hat. Klar, wenn ich natürlich nur straight der Main Story folge, dann. Was jetzt? Warum wird's hier dunkel? Lupins Lager war immer schon da, direkt vor deinen Augen am Fuß des Baums. Es war dann noch so weit entfernt eigentlich gerade. 139 Meter, ja, das ist so leicht ist es noch nicht. Das war wohl auch wieder ein Bug gerade. Aber was wollte ich sagen? Ja, hier ist natürlich noch einiges zu tun im Spiel. Klar, wenn ich natürlich straight der Main Story folge Sei und hier sonst lieber nichts mache, vorsichtig. Das ist Lupa Lupins Lager. dann ist das klar, wenn ich nur durchrushe wie so ein Blöder. Mir die Welt nicht angucke und nicht suche, dann bin ich natürlich zügig durch. Aber wir wollen ja auch ein bisschen mehr von dem Spiel sehen. So, diesen Lupa Lupin schlappen wir uns jetzt einfach mal. Wir haben zwar keine Heilgegenstände mehr, aber vielleicht gibt es ja trotzdem einfach was. Will ich diesen Kampf? Ich denke. Lupin sagt, er hat lange auf diesen Moment gewartet. Er wollte, dass du hierher kommst und selber siehst, wo alles begonnen hat. Er war noch so klein, als deine Mamu mit ihrer Sippe herkam, um seine Mamu umzubringen, nur weil sie anders war, eine Jägerin. In dieser Nacht wurde aus der Jägerin die Gejagte, gefangen ohne einen Ausweg. Deine Mamu zeigte keine Gnade, bloß Rachsucht. Er kann sehen, dass du nicht wie deine Mamu bist. Etwas an dir ist anders. Vielleicht hättest du eine bessere Entscheidung getroffen und sie in Ruhe gelassen. Sie haben ihn zum Waisen gemacht, ihn zurückgelassen. So wurde er ein Außenseiter, ein Sonderling. Seit jener Nacht erlebt er diesen Moment immer wieder. Die Frage ist, lügt er oder lügt er nicht? Er sagt, deine Mamu und ihre Anhänger haben etwas begonnen, das nicht ungeschehen gemacht werden kann. Sie haben das Monster geschaffen, zu dem er geworden ist. Okay. Er wusste, dass seine Zeit kommt und war geduldig. Er war geduldig und als er von deiner Geburt erfuhr, war ihm klar, wie er anhaltende Rache üben konnte. Aus diesem Grund hat er dich in jener Nacht verschont, als er das Dorf auslöschte und du noch ein Kindling warst. Er wollte, dass du ein Leben lang leidest, so wie er. Darum hat er dich für dein Leben gezeichnet, damit er dich wiedererkennt und du dich irgendwann daran erinnerst, woher du gekommen bist.
Das Show. Ist aber schon eine brutale Geschichte, ne? Unstillbar. Er hat zu Anfang versucht, Vegetarier zu sein. Doch es lag nicht in seinem Wesen. Und verhungern wollte er nicht. Doch er hat nie aus reinem Appetit ein Leben genommen. Es ging immer ums Überleben. Das wahre Ich ist das zu sein, was einen ausmacht. Wenn du tief in dein Wesen blickst, wirst du alles besser verstehen. Die natürliche Auslese tötet die Schwächsten und die Stärksten überleben. Schicksal ist etwas für die, die zu schwach sind, ihre eigene Bestimmung zu finden. Die Zeit ist gekommen, um dein Schicksal anzunehmen. Nun, ich hätte tatsächlich darüber nachdenken können, dir dein Leben zu lassen, aber so... So machst du es mir natürlich nicht leichter, Freund Blase, ne? Sieh es ein, du wirst es vielleicht nicht schaffen. Ja, auch meine Nahkampfwaffe ist gut. So, letzte Phase des Jägers. Voll verstrahlt. Glühendes Eisen. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich dich dafür umso mehr. Aber zu Ende bringe ich es mit einem Nahkampfangriff. Oh, was passiert jetzt? Was ist das? Das sieht jetzt aber nicht so aus. Hä? Warum ist das jetzt passiert? Ich verstehe es nicht. Die alte Jünglingswaffe, okay? Jünglingswaffe zurückgewonnen. Kehre zurück zu Steinalt. Jetzt kriegst du garantiert dafür, dass ich Lupa Lupin besiegt habe, aber ich habe ihn ja nicht getötet. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Okay. Naja, bevor wir jetzt zu Steinalt zurückkehren und das Ganze aufklären können, werde ich mal speichern und ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an, ne? Doch, immerhin.
haben wir jetzt wieder einiges geschafft. Also wir haben jetzt in den letzten zwei Folgen zwei Bossgegner besiegt. Das soll schon was heißen. Bevor es jetzt mit dem Spiel doch schneller zu Ende geht, wie ich denke, mache ich mal eine Pause und gucke, dass ich euch auch noch andere Inhalte bieten kann. Das heißt natürlich nicht, dass morgen keine Folge erscheint. Ich persönlich mache jetzt eine Pause. Ich zeichne ja im Voraus auf, ne? Es wäre ja ansonsten fies, wenn ich euch nicht jeden Tag was bieten könnte. So, erstmal danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, ich freue mich, dass ihr da wart und dass ihr mir zugeschaut habt bei Biomutant. Wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wiedersehen. Ich denke, die sollte dann auch morgen erscheinen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch mal ein Kanal-Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat und ihr habt tatsächlich bis hierhin geguckt, dann haut auf jeden Fall in die Kommentare raus, warum es euch nicht gefallen hat. Ja, das ist für mich persönlich ja sehr, sehr wichtig, damit ich besser machen kann, was euch nicht gefällt. Na? Ansonsten Kanal-Abo dalassen, Kommentar dalassen, Daumen hoch, Glöckchen anmachen. Ja, schenkt mir Liebe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus für heute, euer Big Frank von Big Frank Gaming.